guten Tag. Ich habe mir jetzt mal 2 Tage ausgeruht in Huancayo. So mit Bier trinken und also Späßchen. Fahrrad hat neue Kette, neue Kassette gekriegt. Ja, jetzt geht's endlich mal wieder runter. Nach 2 Wochen mal wieder unter 3000 Meter. Das ist auch erheblich wärmer. Ich kriege hier langsam den Frost an den Knochen. Muss mal ein bisschen die Knochen wieder durchwärmen. Ja, jetzt gucke ich, dass ich nach Ayacucho komme. Ich hoffe, dass ich da übermorgen bin. Und dann mal so von da mal die Richtung Machu Picchu einschlage. Mal schauen, wie das wird. So, hier kommt gerade mal ein bisschen Geröll runter. Das heißt, hier ist erstmal ein paar Stunden Pause. So, unten liegt schon ein LKW drin. Der ist da runtergeflogen. Du Scheiße. Das dauert jetzt erstmal hier. Ich muss jetzt mal aufhören und dann müssen wir das räumen. Dann mal abwarten. So, ich bin durch. Die Scheiße fängt immer wieder an zu rollen. War schon ein bisschen Köttel in der Hose. Aber ich kann weiterfahren jetzt. Das kann ja noch Stunden dauern, bis das geräumt ist. Jetzt fängt die Scheiße wieder an. Und hier kommen teilweise Klamotten runtergeflogen. Wahre Freude. Also, ich trammel da mal weiter. So, jetzt schon haben wir das um 3. Die LKWs, die da gestanden haben, an der Stelle, wo die Straße zu war, die überholen mich jetzt und hupen freudig und winken. Ich habe mittlerweile, soll ich runter, knappe 60 Kilometer. Ein paar muss ich noch machen, bis ich morgen nach Ayacucho komme. Die Straße ist teilweise so richtig schön und dann wieder völliger Schotter und Schlaglöcher. Lässt sich aber fahren, geht einigermaßen. Man muss halt laufend abbremsen, weil dann wieder Feld mit Schlaglöchern kommt. Aber wunderschöne Landschaft, lässt sich aushalten. Und warm ist es auch hier. Man schwitzt direkt. Ja, dann werde ich mal noch ein Stückchen weiter trampeln. Irgendwo Bier kaufen. Und dann bauen wir ein Zelt auf. Aber 20 Kilometer muss ich noch machen. Mal schauen. So, nachdem ich fauler Sack, weil ich bloß 70 Kilometer geschafft habe, habe ich jetzt ein feines Plätzchen zum Campen gefunden. Die Straße ist ein Stück weg. Ein bisschen windig ist es, aber schon windig. Einkaufen war ich auch, Bier ist im Angebot. Alles gut. Jetzt werde ich ganz relaxed mein Zelt aufbauen. Mahlzeit. Nach einer sehr warmen Nacht, einer schön warmen Nacht, war mal wieder was anderes. Bin ich jetzt hier schon wieder aus dem Tal hochgeklettert. Schon wieder 800 Meter Höhe. Jetzt geht es erstmal wieder ein Stückchen runter. Ziemlich anstrengend. Aber schön warm hier. Lässt sich aushalten. Jetzt mal ein Stück runter dackeln und gucken, dass ich irgendwo Mittagessen für 1,50 Euro oder 1,25 Euro kriege. Und dann geht's weiter nach Ayacucho. Guten Morgen, Peru, sag ich dazu bloß. Es war eine frische Nacht. Auf 3450 Meter. Ja, und jetzt geht der Spaß weiter. Gestern habe ich noch ein paar Franzosen getroffen. Die zelten ein Stückchen weiter. Fahren in die andere Richtung. Jo. Jetzt gucke ich, dass ich auf den Pass raufkomme. Auf 4.1. Das wird noch ein Spaß, da hochzukommen. Und dann geht es wieder runter. Aber heute, glaube ich, mache ich nicht so viel. Weil ich habe die nächsten 2 Tage dann noch richtig heftigen Aufstieg von 2000 auf 4200. Ja, ansonsten alles schick. Schöner Zeltplatz. Ruhig war es auch heute Nacht. Lässt sich aushalten. So, dann werden wir mal das Zelt zusammenlegen hier und dann geht's weiter.
Ist auch ziemlich frisch. Also heute Nacht war es schon bannig kalt. Die Nase nicht aus dem Schlafsack gesteckt. Also ich schätze mal so 5 Grad oder sowas. Naja, wir werden mal sehen, wie wir weiterkommen hier. Da unten sind die Nachbarn. Jo, auf geht's. So, wieder einen 4000er geschafft. Also beim Runterfahren, bin gerade 10 Kilometer runtergefahren, halb erfroren. Muss mal eine Raucherpause machen. Irgendwo da unten muss ein Kaff kommen. Okros. Muss ich jetzt mal ein Süppchen essen, es ist schon wieder mittags um 12. Muss mal was essen. Boah. Eine Kälte, wenn man fährt. Wenn man in der Sonne steht, geht's. Ja. Vielleicht mal bis ins nächste Kaff toben und dann sehen wir weiter. Ja, nachdem ich heute Morgen noch einen schönen Climb gemacht habe, ist heute mal Zelten in der Kiesgrube angesagt. Feine Ecke, hier geht keiner auf den Sack. Da hinten ist das Dorf, da habe ich mein Bier besorgt und noch was zu futtern, was ich so brauche, Tomaten und Clementinen und so ein Blödsinn. Ja, und der Fluss ist auch gleich dabei. Das geht eigentlich. Aber der Fluss ist jetzt kontaminiert. Also ich würde da nicht mehr reingehen. Ich habe meine Füße reingehalten. Das Wasser war danach. Sah komisch aus. Ansonsten ist es schön hier. Ganz entspannt. Tag ist ein bisschen warm hier unten auf 2000 Meter. Jetzt um die Zeit 20 Grad. Das ist schön. Wird sich schön schlafen machen. Und morgen geht es da hinten irgendwo wieder hoch. Aber da will ich 2 Tage brauchen. Ich bin jetzt auf knapp 2000 Meter und muss hoch auf 4,2. Also unter 2 Tage läuft der Spaß nicht ab. Eher 2,5. Mal sehen, wie lustig ich habe. Gestern die Aktion war ein bisschen heftig. Es waren zwar bloß 800 Meter Höhenunterschied, aber insgesamt habe ich 2000 Höhenmeter getrampelt. Das merke ich heute noch. So, die gehen hier auch noch ein bisschen am Fluss gammeln. Erst stand hier einer im Fluss mit einem Speer und hat nach Fischen gestochen. Unglaublich. Das kriegst du hier auch überall. Totschalen, das sind so eine Forellen. Die gibt es hier überall. Schmecken super. Kann man gelten lassen. Naja, so, ich muss mich um mein Bier kümmern. Gegessen habe ich schon. Es gab Nudeln mit Tomatensauce. Ich hatte sogar Oregano und Würstchen. Also gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich mich um mein Bier kümmern. Bis dann. Ciao. Nach 2 Tagen Klettern mal wieder auf 4250 Meter. Ziemlich frisch hier. Und jetzt geht's bergab. 40 Kilometer. Und da werde ich mir eine Hospedaille suchen. Eben gerade noch einen Österreicher getroffen. Auch schon ein Weilchen unterwegs. Der sagt, im Süden sind die Straßen besser. Also so wie hier. Meist alles geteert. Naja, ein Amerikaner muss ja auch noch unterwegs sein. Wir werden mal sehen. Jetzt erstmal runter und gucken, dass ich irgendwo was zu futtern kriege. Mir knurren die Schläuche. Und mal wieder guten Morgen in Peru. Hier habe ich heute genächtigt. Da stand mein Zelt mit Wasseranschluss. Nachdem ich vorgestern bis Andahuaylas gekommen bin, habe ich gestern mal gerade 40 Kilometer hierher geschafft. Davon 25 Kilometer Schotterstraße. Und jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache. Ich habe noch 5 Kilometer Zeit, mich zu entscheiden. Ob ich am Rio Apurimac lang gehe. Das wären 7 bis 8 Tage bis nach Hydroelektrica auf Schotter mit 4500 Pässen und so eine Scherze. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das mache. Naja, ein paar Kilometer noch Zeit. Ist halt schon ziemlich hart, auf dem Schotter hier zu fahren. Die Straße war teilweise hier schon wieder unter aller Kanone. Mal schauen. Oder ich nehme die noble Route, gehe über Abancay. Da fängt mir wieder Teerstraße an, dann Richtung Cusco. Und dann auf Teerstraße Richtung Santa Teresa, Hidroelektrica, um nach Machu Picchu zu kommen.
Naja, werden wir sehen. Ich würde gerne am April mit lang, weil es ist wohl landschaftlich unheimlich schön. Aber ich habe gestern ein belgisch-peruanisches Pärchen getroffen und die meinten, die sind mit der Vespa da lang und die meinten, es wäre doch ziemlich heftig. Wunderschön, aber hart. Und es wird wohl in viel Schieben ausarten, der ganze Spaß. Naja, schauen wir mal. So, ich habe mich für Teerstraße entschieden. Das war zwar nicht so schlecht, die war ganz gut, die Straße. Aber ziemlich steile Abschnitte bei, muss ich laufend schieben. Da bin ich hierher abgebogen. Und hier ist feinste Teerstraße. Wenn ich mir jetzt ein bisschen Mühe gebe, schaffe ich es heute noch zu einem Campingplatz mit Swimmingpool. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Ich muss hier noch ein paar Meter hoch. Und wieder runter und nochmal 400 Höhenmeter und dann geht es nur noch abwärts. Asphalt. Ja, mal gucken. Erstmal gucken, ob da irgendwo ein Kaff kommt, ich hab Hunger. Ich habe heute fett Frühstück gegessen, aber ich habe schon wieder 1000 Höhenmeter in den Beinen. Das schlaucht. So, auf geht er. Immer dem Asphalt nach. So, das ist der erste offizielle Campingplatz, den ich in Peru sehe. Vorne ist die Kneipe. Ein Bier habe ich mir schon geholt, ich habe auch noch eins im Gepäck. Da hinten geht es runter zu den Swimmingpools. Aber die werde ich heute nicht mehr nutzen. Heute ist schon wieder ganz schön frisch. Schon kurz nach 5. So, hier werde ich mein Zelt hinknallen. Und dann gibt es da oben noch ein paar kleine Fressbuden. Da werde ich nachher hinlaufen. Brauche ich mir nicht kochen, ich habe keinen Bock mehr. So, Prost, sag ich dir bloß.